Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 3, die 100 Baby Challenge. Wir sind wach, die Gerda ist als erste schon wach und badet eine Runde, beziehungsweise sie bestreitet ein U-Bahn-Abenteuer. Und da sieht man es dann auch ganz genau, da das... Oh, schauen wir mal da aus der Seite, genau. Da sieht man sie dann spielen. Hüpfenwasser, was natürlich auch sehr schön ist. Sie kriegt sich jede Utschpost dann einfach dann alles in einem dann weg. Und die Hanna hat bald Geburtstag. Sehr schön. Der Schulbus kommt um 8. Da sind die anderen schon wach, schon beim Duschen. Kurz vorm Duschen. Einfach, genau. Sie schläft noch und die ist jetzt einfach weg. Dann könntest du da bitte mal die Ida beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Nero geht schon aus Napf fressen. Du bringst der Ida bitte bei, aufs Töpfchen zu gehen, wie ich dir gesagt habe. Sie musste mich gleich aus Klo und soll doch nicht in die Windel machen, sondern lernen, aufs Töpfchen zu gehen. Genau, das sollte sie machen. Und danach darf sie auch noch frühstücken. Sie kriegt Frühstück. Die Hanna schläft noch ein bisschen. Der Schulbus kommt. Die Kinder sind frisch und munter und gehen zur Schule. Also vier Kinder müssen zur Schule gehen. Die anderen beiden müssen nicht zur Schule gehen. Sie sind ja noch Kleinkinder. Und einen Kindergarten gibt es nicht, wo die Kinder irgendwie hingehen müssten. Genau. So, du Schnupfel denn. Du gehst bitte auch noch zur Schule. Sehr schön, sehr brav, danke sehr. Das Essen hattest du. Nein, du bitte dann noch auf Boot füttern. Weil die Ida. Nein, die hat keinen Hunger. Ich hab die verblickt, verdammt. Das bin ich schon. Okay. Du brauchst ihr nicht auf Boden füttern. Du kannst kuscheln und. Ja, macht noch. Mit Gerda sprechen möchte, sie laufen beibringen. Ja. Ein bisschen Laufen beibringen, das schafft sie jetzt eh nicht mehr, aber... Der ist etwas einsam, dann... Beschnüffelst du doch mal. Streichel den. So, dann sie ins Kinderbett legen und die andere aus dem Kinderbett rausnehmen. Und dann noch ein bisschen mit dem Nero beschäftigen, weil der ist ja einsam. So. Und sie mal baden, weil... Ja, das war nicht, so war es auch egal. Sauber werden schadet ja trotzdem nicht. Stinkende Käfer, ja, das machst du. Okay, kann ich so nicht auswählen und. Okay, irgendwie passt das nicht, dann mach einfach andere Zuneigung. Reden. Und da wandert auch schon die Sozialleistung ziemlich nach oben, sehr gut. Und danach kann es Gewichte stimmen. Geliebt, yes.
sehr schön. Daniela, leg das Messer weg. Und du Cosmo, ich raus. Ja, lass mal hier. Und danach kannst du dann hier einmal das benutzen. Und kratzen und schlafen. Du schläfst. Sie ist wach. Und sie trainiert. Nero ist ordentlich. Er putzt sich jetzt häufiger, um sauber zu bleiben. Sehr schön. Eck hat ihnen Spaß an aus Souvenir mitgebracht. Und auch Daniela hat diesmal und auch ihre Pommes sehen toll aus. Und die Kinder dürfen zum Wolfgang-G-Institut für Wissenschaft und Technik morgen einen Ausflug machen. Sehr gut. Nun, dann ist jetzt für dich genügend Zeit zum Schlafen gewesen. Du wirst jetzt Reste essen, Apfel. Jetzt weiß ich nicht, du wirst erstmal rauslassen. Windel wechseln und. Hat sie eigentlich Hunger? Nein. Und rauslassen. Und dann darfst du noch ein Mittagessen servieren für alle. Was ist denn schon was gut? Was könnte man denn machen? Eine Gitarre ist denn so sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob wir eine Gitarre im Haus haben. Deswegen macht man doch einfach Vegetarisch. Und es erträgt die Gesellschaft von Aaron Bieber, der Vater von Ida. Never know, jetzt ist geschäftlich, jetzt ist Arbeit. Und ich mache auch nur die Arbeit. Und ich schaue nicht nach meinem Kind. Es hat eh bis gerade eben geschlafen. Also. Ja. Aber auch sonst. Nee, Pingu, lass mal sein. Nero schläft auch sehr süß da. Und denkt ans Essen. Ja, also Kopf runter. Das ist doch mal was. Da sieht man sogar ja noch eindeutiger. Der Kopf ist wirklich knallhart. Ach so, halt. Naja. Wenn es so bequem ist, dann soll er es doch einfach machen. Wie sieht es mit den Kleinen aus? Ja, nur nicht so ganz müde. Okay, gut. Sie hat gegessen und darf danach nochmal Gewichte stemmen machen. Um danach ein Bad zu nehmen. Okay, ich möchte auch ein bisschen die Fähigkeit verbessern und macht auch schon ein Training. Sehr gut. Und Level 3 reicht. Sehr gut, schon erreicht. Gut, dann kannst du doch einfach hier mal einmal lehren und dann dir beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, weil sie muss auch gleich wieder aufs Klo. Hanna noch nicht, aber Hunger haben sie dann auch bald. Dann kannst du eigentlich danach auch füttern, weil dann ist ja auch schon Schlafenszeit. Auch wenn sie dann nicht so ganz müde sind, aber ja, komm einfach mal ins Bettchen, weil die anderen sind müde und gehen schlafen. So einfach ist es. Und Ida kann aus Töpfchen gehen. Sehr gut, Ida, du machst die Spitze. Dann wird das mal bitte beide. Und dann darfst selber schlafen gehen. Fridolin darf auch schlafen. Gerda darf noch sich vegetarisches Dimsum und Teller nehmen. Der Rest kommt in den Kühlschrank. Und dann auch schlafen. Daniela geht erstmal duschen und dann schlafen. Und dann müssen die zwei Kleinen auch noch ins Bett gebracht werden. Das darf die Lucy übernehmen und dann auch schlafen gehen. Genau, bis zum nächsten Mal dann und tschüss.